wise choice. So. Ratten my hatches! So, den haben wir zumindest aufgehalten. Den haben wir auch aufgehalten. Die waren alle jetzt hier durch, ne? Werde ich mal wieder zurück dahin. Keine Ahnung, von hier noch was kommt, da kommt noch was. Natürlich kommt da noch was. Keine Ahnung, kann sehr gut heilen. Ich glaube, sieht zumindest nicht so aus. Uiuiuiuiui. Was kann ich denn noch machen? Ich mach hier auch noch einen Bomber, ja? Mal ein Bomben, wenn es nicht aussieht. Ja, hier mach ich mal Explosionen an. Oh, ich hätte Steak wahrscheinlich hätte ich auch aufwerten können noch, aber jetzt ist glaube ich eh egal. Da haben wir es ja schon. So, dann haben wir das jetzt auch. Ich weiß jetzt nicht, das machen wir wahrscheinlich noch. Dann höre ich vielleicht auch mal auf und mache den Rest dann wann anders. Das sind ja nur noch dann die vier Level. Oder vielleicht mache ich das eine Höhlenlevel noch, was nur nicht mit den Halloween zu tun hatte. So, da kriegen wir gleich einen Magier geschenkt. Was kommt denn hier? Grünflosse. Ich würde sagen, hier machen wir einen Nekromant. Hier bringen Truppen wahrscheinlich relativ wenig. Aber da kann ich setzen. Haben wir hier wieder unsere Assassinentechnik. Zumindest so weit. The plague has arrived. Geht mal da unten vielleicht hin. In der Blinkerin. So. Hier vielleicht mal einen Bomber hin. Da dann einen Roboter haben, den man da
hier noch einsetzen kann. Hätte ich ja auch gerne jetzt mal Assassinen, aber da fehlen mir genau noch 2 Geld. In der Blinker. So. In der Blinker. Und einen Nekromant will ich dann da auch hier hinbauen. Haben wir hier immerhin einen Magier, der auf Stufe 2, glaube ich, ist. Und vorne noch, wieso bist du nicht da, wo alles passiert? Dann machen wir Death auch. Haben wir hier den schon mal aufgewendet wieder und dann brauchen wir nur noch eine Stufe, dann haben wir hier den Super Mörser sozusagen. Battlemaker online! Tagerman Fragam! Uiuiui, jetzt sind er. The plague has arrived. Have a bone to pick. Blockiert er jetzt zwar hier, der Hängungskirchen, aber das bringt ihm relativ wenig, weil ja hauptsächlich Truppen und Roboter hier sind. Ausgebaut, wollte ich nur mal sicher gehen. Ja.
Nein! Wieso kommt der eine denn da durch? Da waren doch 20.000 Truppen, die den hätten angreifen können. Also irgendwie so klappt es, glaube ich, nicht, wenn hier alles am Ende ist. Also was können wir denn stattdessen machen? Wir können hier einen Nekromanten hinbauen. With me I bring death. Never laugh at undead dragons. Und da können wir prinzipiell auch einen Nekromanten hinbauen. Spell on you. With me I bring death. Mal da Truppen. Aber auch Truppen. So, als Restverteidigung. Ist das euer Ernst? Ihr lauft durch den Gegner durch und greift ihn nicht an. Was ist das? I put a spell on you, might and magic. Wie kann das sein, dass die dann immer erst sagen, ach ja, da ist so ein Gegner, aber der sagt, ich soll da hinten irgendwo hingehen. Deswegen ignoriere ich einfach alles, was auf dem Weg liegt. For the king. Have a bone to pick. So. Never laugh at undead dragons. Charge! For honor and glory. So, machen wir den wieder. Wenn wir hier drüben dann auch verteidigen können, machen wir die Truppen jetzt mal dahin. Hier auch den Bomber hin. Da muss er, glaube ich, gar nicht unbedingt sein. Da machen wir meinetwegen den Magier hin. Aber einen starken Magier, also nicht den Nekromant, sondern den anderen. Might and magic. Dass es nicht so Schwimmskelette gibt, die man dann hier, wenn sie im Wasser mit einem Nekromant gemacht werden. Dass da so eine Fischgräte irgendwie für einen kämpft. Halt 2 Zentimeter zu weit auf der Seite stehen, dann greifen sie einfach die nicht mehr an, die Gegner. Das ist irgendwie so eine Unart von denen. Geld haben.
Ja, dass die Assassinen halt nie so weit kommen, dass sie auch nur angreifen können. So. Das liegt darin. Freedom! Das liegt darin. Never laugh. Dann machst du hier mal.